Hallo, liebe Pico-Freunde. Ich bin mal wieder in Deutschland und habe mir gedacht, dass ich Sie heute auf eine kleine Reise mitnehme nach Cottbus. Wir fahren nach Cottbus, meine Frau, meine Tochter Andrea und ich. Und wir wollen dort eine Lok der Öffentlichkeit vorstellen, ein sogenanntes Rollout machen, und zwar zusammen mit der Firma Märklin. Zusammen haben wir uns entschieden, ein Modell nachzubilden, was sehr attraktiv ist und was dort im Original gerade fertiggestellt wurde. Dazu später mehr. Wir fahren jetzt erstmal, es sind ein paar Stunden dorthin an die polnische Grenze, aber es wird sicherlich Spaß machen. Also bis später. Und hier sehen wir jetzt den Spremberger Turm am Brandenburger Platz. Und den werden wir jetzt gleich mal besteigen. Also jetzt in Cottbus angekommen, sind wir zunächst mal auf den Spremberger Turm gegangen, von dem man eine wunderschöne Aussicht über die Lausitz hat. Hier unten ist die Einkaufsstraße, da geht es zum Altmarkt. Im Hintergrund sieht man die Nikolaikirche und die Oberkirche. Und wenn man dann jetzt mal einen Schwenk machen, dann sehen wir hier im Hintergrund auch das FZI, also das Fahrzeuginstandsetzungswerk von der DB. Oder wir gehen dann mehr in Richtung Süden, hinten die Wälder. Oder dann jetzt in Richtung Osten, da ist Polen und ich vermute, dass das Polen ist, weiß ich nicht so ganz genau. Aber ist eine ganz hübsche Stadt hier in Cottbus. Anschließend werden wir noch mal kurz zum Altmarkt gehen und uns das mal anschauen. Hier befinden wir uns jetzt am Alten Markt mit sehr schön restaurierten Stadthäusern. Oder auf der anderen Seite macht einen guten Eindruck. Und hier jetzt die St. Nikolai-Kirche mit einem Turm, der höher ist als der Spemberger Turm, aber trotzdem sind wir nicht raufgegangen. Schauen wir noch mal kurz rein. In Cottbus. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich begrüße Sie, Herr Fächle. Ich bin lauter als Sie, Ja, aber dank der Technik ist das möglich. es kommt nicht auf die Lautstärke an. Da bin ich bei Ihnen. Alles klar. Danke. Herr Domke vom FCI Cottbus und Herr Bächle, Geschäftsführer von Märklin, unterhalten sich gerade über die Geschichte, wie die Märklin Picolok entstanden ist. Bei dem Fahrzeuginstandhaltungswerk zum feierlichen Rollout der Märklin Pico-Modelle der H0 Diesellok 218497-6. Und wir hoffen, dass wir heute einen wunderschönen Tag haben. Das Wetter ist ja prädestiniert dafür und ich glaube, es gibt dann auch hinterher sehr schöne Aufnahmen. Es ist ein ganz besonderes Ereignis, dass erstmals in der Geschichte der Modellbahn die beiden traditionsreichen Firmen Märklin und Pico gemeinsam die Nachbildung eines Originals vorstellen. Entsprechend haben es sich die beiden Herren, nämlich der Herr Bächle und ich, uns nicht nehmen lassen, heute den weiten Weg einerseits von Göppingen und andererseits von Nürnberg und Sonneberg hier nach Cottbus zu fahren, um diesen Rollout abzuhalten. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, weil Herr Bächle mich gefragt hat, die einleitenden Worte hier zu übernehmen. Herzlichen Dank. Dank der Unterstützung des Fahrzeuginstandhaltungswerkes hier in Cottbus und hier vor allem von den Herrn Uwe Domke sowie seinen Mitarbeitern, Herrn Füllekrus, können wir Ihnen heute das Original und
die beiden H0-Fahrzeuge der Firmen Märklin und Pico vorstellen. Lassen Sie mich kurz ausführen, wie es zur Umsetzung der Modelle gekommen ist. Noch im tiefen Winter dieses Jahres, kurz nach der Veröffentlichung der Pico-Neuheiten 2021, kontaktierte Herr Domke einen meiner Mitarbeiter, um ein neues, interessantes Projekt vorzustellen. Bereits in der Vergangenheit haben wir mit Herrn Domke einige erfolgreiche Rollouts gemacht. Wir hatten gerade darüber gesprochen, es ist bestimmt schon fast 20 Jahre her, Herr Domke, dass wir in Hof war es, glaube ich, den Regio-Swinger, den wir damals rausgebracht haben, der Öffentlichkeit als Modell vorgestellt haben. Bei seinem aktuellen Vorschlag ging es um die Instandsetzung der BR218. Diese Lok soll künftig als Ersatzfahrzeug des FCI Cottbus fungieren. Für die optische Gestaltung ist ein Kreativwettbewerb unter den Mitarbeitern des FCI Cottbus hier mit folgendem Ergebnis ausgetragen worden. Zum einen wollte man an die lange Tradition des Ausbesserungswerkes hier an den Standort erinnern, was bis auf das Dampflok-Zeitalter zurückreicht. Dies schlägt sich in der schwarzen Lackierung der Lok nieder. Zum anderen sollte die Zukunft nicht außer Acht gelassen werden, soll sich doch das FCI zum größten Fahrzeuginstandhaltungswerk Europa entwickeln. Dies soll sich im lichtgrauen Teil der Lok niederschlagen, welches das Fahrkonzept des modernen Fernverkehrs der DB widerspiegelt mit dem verkehrsroten Zierstreifen. Realisiert war der Entwurf noch nicht. Es gab nur einen ersten Designentwurf. Trotzdem waren mein Produktmanager Herr Matthias Fröhlich, mein Vertriebsleiter Herr Jens Bayer und ich schnell einig, diese Lok eignet sich hervorragend als Pico-Modell. Erfreut sich die BR218 doch seit Jahren als Pico-Hobby-Modell hoher Beliebtheit bei den Pico-Freunden. Nun, Herr Bächle. Ja, Herr Dr. Wölfer. Herr Dr. Wölfer, ganz herzlichen Dank für die tolle Einleitung. Ja, wie soll man so eine Rede toppen? Kann man eigentlich nicht. Ja, ich möchte auch Sie alle ganz herzlich zu dieser Veranstaltung begrüßen. Ich finde es einfach toll und einzigartig, hier bei Ihnen in Cottbus sein zu dürfen. Ja, parallel zu dieser Entscheidung im Hause Pico wurde auch die Firma Märklin über das Projekt in Cottbus informiert. Als ich über meine Produktspezialisten, in dem Fall die Herren Reindl, wo sind wir, und Herrn Schick, hier drüben, davon erfuhr, dass auch Pico an der Realisierung dieses Projekts arbeitet, schlug ich meinem, darf ich Freund sagen, Herrn Dr. Gerne. Wölfer vor, dass wir dies vielleicht gemeinsam machen sollten. Herr Dr. Wölfer und ich telefonierten kurz und knapp. Ich meine, Sie waren sogar verreist. Meistens in China. Und fanden beide die Idee ausgezeichnet und starteten mit der Umsetzung. Mit der DB wurde vereinbart, die Logos von Pico und Märklin auf der Lok in hervorragender Weise anzubringen. Das Pico-Logo kommt auf der schwarzen Seite zur Geltung. Warum schwarz? Entsprechend der Farbe der Pico Expert. Ich bin ein Pico-Bekennender, sehen Sie? Expert plus Verpackung oder entsprechend der Pico-Messestand auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. So kenne ich Sie. Und das Märklin-Logo dann eher auf dem lichtgrauen Teil des Führers, auf dem lichtgrauen Teil. Warum? Weil unsere Packungen eben zwischen weiß und lichtgrau gehalten sind. Das Pico-Logo, was auf der schwarzen Seite genauso schön wirkt wie unseres, glaube ich, ein tolles Highlight, was wir heute Ihnen präsentieren dürfen. Pico wird sich insgesamt mehr dem Gleichstrommodell annehmen, mehr Ihre Zielgruppen, und Märklin dem Wechselstrommodell, beide in H0, gleiche Spurweite, 1:87. Zusätzlich wird Märklin dieses interessante Vorbild auch im Maßstab
1 zu 160 dann unter der Marke Minitrix in den Markt bringen, sowie im Maßstab 1 zu 220 unter der Spurweite Z. Ich meine, Sie haben sie sogar noch in der Gartenbahn realisiert. Oder werden sie realisieren. Die Märklin H0-Lokomotive wird zu einem Preis von ca. 299 Euro bereits im August ausnahmsweise, lieber Herr Dr. Wilfer, genauso pünktlich, wie es unserem Mitbewerber Pico zeitlich immer gelingt, in den Handel zu bringen und zu erwerben sein. Glückwunsch. Danke. Schauen wir mal. Wie schon vorhin kurz erwähnt, ich würde es nicht sagen, wenn wir es nicht hinkriegen. Mit diesen drei Modellen würdigen wir diese Baureihe 218 im Großen mit ihrem auffallenden Design, werden Sie gleich sehen. Wir kennen Sie schon, Herr Dr. Wilfer, sowie unserer hervorragenden Zusammenarbeit mit einerseits Pico und mit dem Fahrzeuginstandhaltungswerk in Cottbus. Herr Domkehr, viele Grüße, herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Bächle, für die Vorstellung des Märklin-Modells. Und wir werden bemüht sein, dem nicht nachzustehen. Wir werden mit einer äußerst aufwendigen Sonderlackierung unsere BR218 als Hobbymodell auf den Markt bringen. Vom Dach bis zu den Drehgestellen, vom Puffer bis zu Puffer wird das dem Original entsprechen. Das Modell wird wie die meisten Pico H0-Modelle in unserem Werk in Shanshan, China, gefertigt und ab Ende August bereits an den Fachhändler ausgeliefert. Wir haben uns da abgesprochen mit der Herr Bächle und ich und wir werden das gleichzeitig an den Markt bringen und auch, ich nehme an, Anfang, was haben wir jetzt, Juli? Oder? Was? Ja, Juli? Fast Mitte. Anfang August werden wir dann auch Anfang Mitte. Werden wir dann auch damit an den Markt gehen, wie wir das ja vereinbart haben. Ja, und ich denke, somit genug der Vorreden. Ich glaube, Sie alle interessiert dieses tolle Modell im Original, wie es realisiert wurde. Deshalb nochmals ganz herzlichen Dank an das FZI Cottbus, an die Herren Domke, an den Herrn Füllekruß für Ihr Engagement mit all Ihren Mitarbeitern. Und wir freuen uns jetzt, das Modell im Großen vorzustellen und vielleicht dann die kleinen Pico und Märklin-Loks dagegen zu stellen. Ganz herzlichen Dank an Sie alle. Vielen Dank. Lieber Dr. Wilfer, lieber Herr Bächle, lieber Herr Schick, lieber Herr Bayer, liebe Gäste, liebe Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, es freut mich außerordentlich, dass wir hier zu einem besonderen Event zusammenkommen können. Was mir auffällt, Dr. Wilfer, ich muss Sie öfters einladen. Das ist jetzt nichts gegen Herrn Bächle. Wir haben uns ja heute erst persönlich kennengelernt. Aber jedes Mal, wenn wir ein Event machen, scheint die Sonne, oder? Und es ist warm dazu. Also insofern, wenn Engel reisen, ne? Also super. Also in dem Sinne schon mal schönen Dank für das schöne Wetter. Aber ich kann Ihnen verraten, in Cottbus ist sehr oft schönes Wetter, ne? Also insofern passt das schon. Ja, wir treffen uns hier in einem sehr traditionsreichen Ort. Ja, das Werk gibt es ja schon seit 1874. Musste auch schon mal wieder aufstehen, weil es 68 ja einen Großbrand gegeben hat. Also 1968, das Werk musste wieder aufstehen. Ja, und dann, ich sag mal, wir haben uns ja entwickelt aus einem ehemaligen Reichsbahn-Ausbesserungswerk in Cottbus zu einem Werk Cottbus der DB Fahrzeuginstandhaltungs GmbH der Deutschen Bahn. Und da gab es Jahre, da wollen wir nicht gern so drüber sprechen, weil die Entwicklung da nicht so positiv aussah. Und jetzt steht das Werk erneut auf und hat eine riesen Zukunft vor sich. Und mit dem Erwerb dieser Lok, der Baureihe 218-497-6, hat die FZI sich überlegt, einen besonderen Service unseren Kunden anzubieten. Also, dass der Kunde eine Ersatzlok von uns mitbekommt, sodass er praktisch seine Dienste dann trotzdem draußen bei seinen Eisenbahnverkehre dort bedienen kann. Und wir haben damals einen Kreativwettbewerb ausgelobt, weil wir der Meinung waren, wir müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einbinden. Ne? Es muss ein Hingucker werden, das stand für uns fest. Nichts ahnend, dass einerseits eine hohe Beteiligungsquote da war, was mich persönlich für die komplette Mannschaft mit Stolz erfüllt, aber auch nichts ahnend, wie kreativ unsere Belegschaft dort war und auch nichts ahnend, dass da ein Vorschlag dabei war. Also muss ich ehrlich sagen, kriege ich heute noch Gänsehaut. Wir haben das zwar noch dann etwas verfeinert, aber auf die Idee zu kommen, diese lange Historie des Werks abzubilden, einerseits, ja, irgendwo haben wir mit Dampflok mal begonnen. Und dann sich zu der Perspektive hin zu entwickeln, tatsächlich, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ICE-Verkehre hier
zu bedienen, ne? Die schwere Instandhaltung von ICE-Fahrzeugen zu machen, also in den Hochgeschwindigkeitsverkehr einzusteigen, erfüllt mich persönlich mit Stolz, aber im Namen der Belegschaft. Und wir hatten ja damals, wenn wir den ersten Kontakt hatten, Herr Wilfert, die Baureihe 612 eröffnet, Neigetechnikverkehr, ne? Ja, VMAX ist da 160 und jetzt mit dem ICE-Verkehr gehen wir also einen Schritt weiter in der Liga. Insofern eine Riesenperspektive, was mich persönlich und für die Belegschaft und für das Werk außerordentlich freut. Und insofern ein herzliches Dankeschön an all die Beteiligten, die am Kreativwettbewerb sich beteiligt haben, wirklich gute Vorschläge abgegeben haben. Und dann vielen, vielen Dank für diesen tollen Vorschlag, wo man uns auf eine Zeitreise letztendlich mitnimmt und so bildet diese Lok, ehrlich gesagt, nicht nur die Geschichte verschiedener Eisenbahnerregionen ab oder Eisenbahnergenerationen ab, ne? Die Geschichte des Werkes und nimmt uns auf eine Reise mit verschiedenster Emotionen. Und insofern hat mich das persönlich gerührt, das hat uns als Jury sehr gerührt. Jury war ja nicht ich allein, sondern es war die Werkleitung letztendlich und zum Schluss letztendlich auch unser Vertrieb, der dem Ganzen zugestimmt hat. Und ja, sowas geht auch nicht von heute auf morgen so ohne weiteres durch. Insofern freut mich das außerordentlich. Ja, als überzeugter Vollblut-Eisenbahner, und ich darf privat auch gestehen, Modelleisenbahner, Sie haben nur die falschen Spuren. Nee, Sie haben Ihr Versprechen Gott sei Dank gebrochen, Herr Dr. Wilfert. Sie haben damals gesagt, DT kommt für Sie nie in Frage. Und ich habe fast alle Ihre Modelle zu Hause stehen. Die stehen nicht nur, die fahren auch. Ne? Also Herr Bechler, TT ist also auch noch die Spur der Zukunft. Ne? Also Maßstab 120. Muss er nicht machen, der Bechler. Insofern war das dann schon eine Idee gewesen, auf Sie auch zuzugehen. Gut, jetzt kannte ich ja Sie, beziehungsweise auch den Herrn Bayer, und kam dann mal auf die Idee, ruf doch mal bei Pico an, ob der Bayer dort noch existiert. Und da gab es auch sofort ein Lebenszeichen. Und es war sofort Begeisterung. Und was mich imponiert hat, ehrlich gesagt, war auch die Situation, wissen Sie, wir Eisenbahner können auch geschäftsfeldübergreifend, gerade wenn wir eine Ausnahmesituation haben, ne, können wir sehr eng und gut zusammenarbeiten, auch mal außerhalb von Prozessen. Das geht alles pragmatisch. Können wir Eisenbahner, sind wir einfach eine Familie. Und was mich beeindruckt hat, man hat Kontakt mit einer Firma und schon meldet sich auch die Firma Märklin. Und der Herr Schick hat damals zu mir gesagt, machen Sie sich keine Gedanken, unsere Geschäftsführer, die treffen sich bei mir, die regeln das alles, geht alles miteinander. Das war ja förmlich ein Selbstläufer gewesen. Das hat mich absolut beeindruckt. Also ist schon Beifall wert, muss man schon sagen. Ganz große Klasse. Ich habe ja mal einen Werksrundgang bei Ihnen gemacht, Herr Dr. Wilfer. Ich glaube, Tampondruck heißt das, ne? Und der beeindruckt mich immer wieder von der Technologie. Das werden Sie auch machen, Herr Bechler. Also diese Schriftzüge auch in den kleinen Spurgrößen so gut hinzubekommen. Also guckt euch das nachher mal an. Die Fahrzeuginstandhaltung ganz sauber ausgeschrieben. Lohnt sich wirklich ein Blick auf die Lok. Sehr gut gelungen, was ich gesehen habe. Und insofern wünsche ich nicht nur dem Vorbild unserer Lok, also 218-497-6, sondern auch unseren Modellen Allzeit gute Fahrt, den Modelleisenbahnern in den Vereinen oder auch in den Hobbykeldern oder wo auch immer die Modelleisenbahnen stehen, Allzeit viel Freude. Wir werden uns als FCI dort wiederfinden und ich hoffe ganz einfach, dass die Modelle genauso wie das Vorbild sehr stabil fahren. Davon gehen wir ganz einfach mal aus. Und wir würden jetzt gemeinsam ja, das Event zu einer Spitze bringen, zu einem Höhepunkt bringen, indem wir einfach mal das Modell gemeinsam mit dem Vorbild vergleichen. Und nach der Protokollanweisung müssen wir jetzt, glaube ich, zu dritt die Trillerpfeife bedienen und dann sollte sich was tun. Ja? Also, geben Kommando. Wir geben Kommando. Also, 1, 2, 3. Hier mit Pico-Logo und hier mit Märklin-Logo. Herr Bechler. Können Sie mal bitte voll seitlich zeigen? Was? Voll seitlich, gut.